Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 10. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, und zwar nach der großen Schlacht. Und wir müssen mal gucken, wo wir jetzt genau hier weiterkommen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Wobei, der rote Pfeil könnte vielleicht einen Hinweis darauf geben, wohin wir müssen. Ich will nur noch einmal kurz mit Sir Orin reden. Ah, seht ihr? Ja. Für ein bisschen da, ich dachte, ich könnte ihn fühlen. Aber das bedeutet nicht, dass ich dir glaube. Sin is checked. He came here for you. So he killed all those people just for a chance to see me? That's what Sin does. He wanted to show that to you. Do you know why? How am I supposed to know? So you would kill him. As long as he is Sin, Jekt will keep killing. He wants you to stop him. You gotta be kidding. How do you know all of this anyway? I'm not done talking to you. Don't you run away. You're the one running. Das ist immer so geil, wie die Übersetzung nicht auf das zutrifft, was eigentlich gesagt wurde. Er sagt, du ebenfalls nicht. Aber die wahre Übersetzung für mich war, du bist derjenige, der wegrennt. Weißt du? Und für mich passt das so auch geiler noch. Du bist derjenige, der wegrennt. Kommt irgendwie noch ein bisschen cooler als du ebenfalls nicht. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut. Wollen wir mal nicht zu streng sein. Mein Englisch ist auch nicht das Beste. Vielleicht sollte die Übersetzung ja doch so ein bisschen so sein. Heil mich! Hold still. Oh yeah. Give me that shit. Okay. Thank you. Da sind unsere Freunde. Freunde! Hier bin ich. Ja. She's awfully cheerful. In dark times, she must be. She must shine bright. Huh? Now are dark times. Yuna tries hard. We should help her then. If we worry, she tries harder. Do not frown. Don't worry, be happy. Kimari, try too. Smile, let me see. Geiles Lächeln, Alter. Der sah böse aus als vorher. Holy shit. Ja, eigentlich brauchen wir jetzt noch... Nein, was? Ja, wir brauchen gerade nicht speichern, das passt schon. Hier wird zwar ein paar Gegner geben, was ist denn hier nur los? Hier wird zwar ein paar Gegner geben, aber das ist nicht so dramatisch. Oh, das ist wieder so ein Panzerlappen. Den macht er. Po! Und sie kann mit Schwarzmagie Feuer, müsste gut für den hier sein. Jo, und dann hauen wir den weg. Pam. Wichtig ist, dass wir echt noch mal ein bisschen stärker werden, weil die letzten Kämpfe waren auch wieder so hart am Limit. Also viel stärker hätten die Gegner auch nicht sein dürfen, die Bosse. Wer es verpasst hat, kann sich ja die letzten zwei Folgen noch mal reinziehen, aber das war schon, ja, kritisch, ne? Hey,
So, wieder dieselbe Combo. Wenn wir alles richtig machen, dann hauen wir die alle One-Hit weg. Für mich auch bisher das beste Team. Man hat hier einen schönen Panzerbrecher. Wobei, ich bin der Meinung, dass das mit dem Panzerbrechen, das werden früher oder später alle haben. Weil es da dieses durch... Warte mal, ich habe das doch bei Kimari auch bekommen. Warte mal, war das bei einer Waffe oder war das eine Standardfähigkeit von ihm? Ja, nee, es ist bei der Waffe. Durchschlag heißt das. Und sobald die Leute das haben, dann klappt das. Oh. Zwei Phönixfedern, finde ich gut. Habe ich nämlich noch nicht so viele. What? Hinterhalt und auch noch so ein Riesenvieh, oder was? Oh, zum Glück ging das daneben. Ich weiß, was das ist. Das ist Stein. Sauber. Nochmal Perseus Blick. Da müssen wir arg aufpassen, weil wenn der erstmal einen von uns versteinert hat, wenn alle versteinert sind, hat man verloren. Jetzt wird gleich nochmal... Ah ne, jetzt greift er so an. Gucken, was setzen wir denn mal gegen den ein? Müssen wir mal Blitz. Okay, das hat nicht so doll gezogen. Alter, wie das Gift sie runterhaut, ey. Ist das ein krasses Gift? Seht ihr? Da haben wir den Salat. Sie muss ich jetzt sowieso auswechseln. Gegen Yuna. Und wenn ich mit Yuna Weißmagie Medica einsetze, müsste das nicht auch genau, heilen. Genau, deswegen habe ich es auch gemacht. Ich hoffe nur, dieses Vieh bringt auch ordentlich Erfahrung. Ja, da haben wir es geschafft. Medica heilt halt, ich glaube, fast alle Sachen. Alter, Yuna kann ich 6 Speroiden verteilen. Holy shit, das mache ich aber zwischen den Folgen diesmal. Damit uns nicht die Zeit wegläuft. Oh, guck mal, da haben wir irgendwas. Albed-Lexikon. Ah, nächsten Buchstaben gelernt. Beziehungsweise, wir heben uns das noch ein bisschen auf. Oh, da haben wir das gleiche nochmal. Aber diesmal haben wir Yuna direkt dabei. Was uns dann natürlich nichts bringt, wenn man direkt... Oder sie direkt... Außer Kraft gesetzt wird. Warte mal, haben wir dagegen irgendwas? Nur Allheilmittel, das ist ja richtig bitter. Ich will eigentlich kein Allheilmittel dafür einsetzen, aber was soll man machen? Blindzustand. Antidot ist für Gift. Scheiße. Können wir nichts anderes machen. Was? Sie setzen uns alle in Schlaf. Geht's noch? Item. Mega Potion. Die muss ich mal eben kurz raushauen. Sorry, aber keine andere Wahl. Ah, er hat auch schon immerhin einen Weißmagie, hat er auch schon gelernt.
Aber jetzt hauen wir erstmal die Ekstase raus. Sauber, gleich beim ersten Schlag. Blick. Bitte nicht wieder sie. Aber diesmal, ja gut, das geht ja noch. Weißmagie, Medica. Alter, Yuna ist noch so schwach. Vielleicht sollte ich doch lieber nach der Folge erstmal die Dinger verteilen, die Spheroiden. Immer noch nicht tot. Digga, hält das diese Teil dieses Mal noch mehr aus? Das hält doch noch mehr aus als beim eben bei dem Kampf. Nee, jetzt auch noch auf ihn wieder? Nee, doch nicht. Nur das erledigt. Weißmagie, Vita. Nochmal Weißmagie. Da wäre es auch ganz gut, wenn sie gleich demnächst die nächste Stufe lernt. Das bringt irgendwie zu wenig. Den hauen wir nochmal rein. Den Maori. Sauber. So kriegt der auch nochmal ein bisschen Erfahrung. Sehr gut. So, jetzt können wir uns eben noch mal kurz ordnen wieder. Ordnen. Das wollte ich, darum ging es eigentlich mir gar nicht, aber mir ging es darum, uns zu heilen. Ability, Yuna, Vita. So. Und jetzt möchte ich, aber wenigstens bei Yuna müssen wir mal ans Spero-Brett ran, weil das ist einfach zu schwach, wie sie bisher drauf ist. Nein, wo? Hä, wo sind wir gerade? Schon da? Wir sind jetzt gerade hier. Also, jetzt weiß ich, wo lang müssen. Da lang. Ja. Benutzen Kraftsparoid. Guck, da kriegt sie nämlich, jetzt kriegt sie hier die Leben. Und das gleich zweimal. So ist sie schon fast auf 1000 immerhin. Aber genau das war wichtig. Ja. Benutzen Wundersparoid. Benutzen. Beten. Ability Beti. Beten hat sie jetzt noch erhalten. Jetzt bewegen. Nochmal dahin. Benutzen Wundersparoid. Und dann kriegen wir nochmal 20 Magiepunkte. Ja. Schon viel besser. Jetzt können wir sie nochmal heilen. Und dann machen wir noch einen Kampf, machen wir noch in dieser Folge. Der nächste Kampf dann in der nächsten Folge. Mal nicht so eine riesige Missgeburt ausnahmsweise dabei.
Was bringt das jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß, was Beten ist. Das heilt so durchgehend die ganze... Warte mal. Nee, was steht das sogar? Ja, regeneriert die HP der Gruppe. Oh. Oh, das ist nur einmalig. Ich dachte, das ist so eine dauerhafte Wirkung. Naja, auf jeden Fall, ihn wechseln wir direkt aus. Ach nee, er muss einmal zumindest angegriffen haben, ne? Ja, scheiße. Wir können auch sie austauschen. Waka. Den ersten von denen tot. Tidus. Na. Ich dachte, Tidus hat ein bisschen höhere Chancen, immer zu treffen, als die an. Die anderen Spezialisten. So. Sehr gut. Mal gucken, wie viel Erfahrung das jetzt auf alle bringt. 55. Also ich habe das Gefühl, dass wenn es mehr in den Kampf eingreifen, dass die trotzdem die komplette Erfahrung abbekommen. Somit sollte man im Idealfall echt durchtauschen. Naja, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen. Dann weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt stabil und haut da rein!